Heute habe ich die Martina Amato bei mir zu Gast in der Serie Bildung im Wandel. Sie ist extra aus der Schweiz angereist. Vielen Dank, dass du das auf dich genommen hast. Das freut mich sehr. Okay. Ja, und in der Schweiz ist das ja ein bisschen anders als in Deutschland, aber doch in einigen Kantonen sehr ähnlich mit der Schulanwesenheitspflicht. In welchem Kanton hast du denn oder lebt ihr? Wir wohnen im Kanton Luzern. In der Zentralschweiz. Wir haben ja grundsätzlich eigentlich eine Bildungspflicht in der Schweiz und nicht eine Schulanwesenheitspflicht. Aber wie du das richtig erwähnt hast, ist die Bildung ist ja kantonal geregelt und in jedem Kanton haben wir wieder unterschiedliche gesetzliche Bestimmungen. Das führt dann eigentlich dazu, dass es Kantone gibt, in denen zum Beispiel Homeschooling, also Privatunterricht, vorgesehen, erlaubt ist. Also da gibt es dann gesetzliche Grundlagen dazu. Und wiederum Kantone, in welchen das gar nicht erlaubt ist oder nicht vorgesehen gesetzlich. Mhm. Und so haben wir eigentlich heute eine Situation in der Schweiz, ich nenne sie Homeschool-Tourismus. Also so wie, wir kennen den Steuertourismus, da sucht man sich ja dann je nachdem die Gemeinde, in welcher man möglichst tiefe Steuern zahlen muss oder kann. Und beim Homeschool-Tourismus, es gibt wirklich Menschen, die ziehen von einem Kanton in den anderen, weil dort die Möglichkeit des Homeschooling besteht. Ja, beziehungsweise wie in Deutschland. Gehen auf Reisen oder gehen ins Ausland, um diesem Zwang, sag ich mal, zu entfliehen. Genau. Wie bist du denn zu dem Thema Bildung gekommen? Also da kommt natürlich die Frage auf, wie waren deine eigenen Lernerfahrungen? Hast du dich schon länger mit dem Thema Bildung beschäftigt? Das ist witzigerweise nicht so, gar nicht. Also ich bin ja auch zur Schule gegangen, nicht kurz, sehr lange eigentlich zur Schule gegangen. Intensiv mit dem Thema Bildung beschäftige ich mich seit 3 Jahren. Und zwar ist es so, dass das aufgrund einer Krise passiert ist. Es war ja so, dass im Verlauf von 2015, wir haben zwei Mädchen, Zwillinge, die wurden im Jahr 2015 eingeschult und die eine Tochter hat nach wenigen Wochen Schule eigentlich begonnen, die Schule zu verweigern. Das war so der Start. Wie hat sich das geäußert? Ja, wie hat sich das geäußert? Also zu Beginn habe ich das gar nicht so realisiert, dass sie, ich sage jetzt mal, in diesem Schulsystem gar nicht richtig angekommen war und sich dort wohlfühlte. Ich habe unser Schulsystem in diesem Sinne auch nie hinterfragt, weil ich bin grundsätzlich gerne zur Schule gegangen. Also ich wurde, aber natürlich war eine sehr gute Schülerin, eine überangepasste Schülerin, kann man sagen. Willkommen im Club. Genau. Und deshalb habe ich das eigentlich nicht groß hinterfragt. Es gab, was wir uns eigentlich mehr beschäftigt haben, war die Situation, wir haben eineiige Zwillinge. Wir haben uns eigentlich mehr mit dem Thema beschäftigt, wie können sich unsere Mädchen möglichst individuell entwickeln. Also das war dann konkret die Frage der separaten Einschulung. Und wir haben uns ja dann auch für das entschieden, haben das geplant. Das heißt, ihr habt sie in unterschiedliche Schulen? Genau. Also die haben dann zum Beispiel den Kindergarten schon bereits, nicht im selben Kindergarten sind sie gestartet. Aha. Sie waren wohl im gleichen Schulhaus, aber in einer unterschiedlichen Klasse. Mhm. Und im Kindergarten, ja, das war nie ein Thema. Das ist ja auch anders als Schule. Also sie waren da noch freier unterwegs. Also habe ich mich dann gar nicht eigentlich mit dem Thema Bildung jetzt so intensiv auseinandergesetzt, wie ich es heute tue. Ja, und dann waren die beiden also in unterschiedlichen Klassen? Genau. Dann war die Situation, die eine Tochter kam in die erste Klasse, die Klasse blieb bestehen, also die Kindergartenklasse war so quasi dieselbe. Und die andere Tochter, dort wurde die Klasse geteilt, nur wenige Kinder kamen in die Klasse. Plus war es eine Mischklasse, plus war sie die Jüngste in der Klasse, obwohl sie sehr groß war und sehr wiff, sage ich jetzt mal.
wir hätten sie eigentlich, also ich muss ich sagen, gerne noch ein Jahr in den Kindergarten geschickt. Mhm. Weil sie sind sehr verspielt und das war ich auch und bin es immer noch. Ich bin ja 3 Jahre in den Kindergarten. Ich hatte eine ganz tolle Kindergartenlehrperson, die dann meiner Mutter gesagt hatte, schauen Sie, ich würde Ihnen wirklich empfehlen, schicken Sie dieses Mädchen noch einmal in den Kindergarten. Und dafür bin ich heute noch dankbar. Das glaube ich dir sofort. Also ich war fast 8 Jahre alt, als ich zur Schule kam. Wow, was für ein Glück. Und da muss man ja sehen, den Unterschied. Unsere Kinder waren dann 6, als sie in die 1. Klasse kamen. Und die Lehrperson waren sehr engagiert, also die Kindergartenlehrperson. Und im Gespräch haben sie gesagt, also nein, die sind schulreif. Also die können ja schon lesen und schreiben. Und sie sind eben kräftig und groß gewachsen. Also, aber das ist nicht alles. Waren sie gerade 6 oder waren sie schon fast 7? Die sind ja dann beide auch 2 Monate zu früh zur Welt gekommen. Ach, auch noch? Da stellt sich die Frage, will man das einberechnen oder nicht? Das sind Junikinder. Oh, dann waren sie im Grunde gerade 6. Sie waren 6, genau. Ja. Also das habe ich immer wieder erlebt, auch bei unserem Sohn, dass ich kurz vor der Einschulung dachte, der ist noch nicht schulreif. Der war ja auch schon, dass er lesen konnte, sonst was konnte. Aber er ist nicht schulreif. Und als er 6,5 war, das war ein paar Wochen vor der Einschulung, da hatte ich plötzlich das Gefühl, jetzt geht's. Mhm. Und ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich das Gefühl nicht gehabt hätte. Es ist ja sehr schwer, sich dann da gegen so die Meinung der Experten zu behaupten, dem wirklich dem Gefühl zu vertrauen. Das kann ich nur allen Zuschauern empfehlen, wirklich zu schauen, was ist mein Gefühl, was sagt mein Herz? Hat man das Gefühl, das Kind ist wirklich schulreif, auch wenn es schon lesen kann oder groß ist? Es gibt auch noch andere Entwicklungsstufen, die wichtig sind. Und wenn ein Kind noch nicht mit sich wirklich verbunden ist, nicht eine gewisse Persönlichkeit entwickelt hat, dann fällt es ihm sehr schwer, in einer Klasse zu bestehen und sich dann auf den Lernstoff auch zu konzentrieren. Genau, und so war es dann auch. Das begann eigentlich schon nach 3 Wochen, so erste Situationen, in welchen sie weinend nach Hause kam und sagte, ich gehe nie mehr in die Schule. Schlussendlich, die Details, die lasse ich jetzt irgendwie weg. Das ist jetzt auch schon so lange seither. Ich mag mich jetzt auch wirklich nicht mehr an die Details erinnern. Doch, es begann eigentlich mit der anderen Tochter. Jetzt, wo ich das nochmals mir so überlege, die andere Tochter, die ging zur Schule, aber die war wahnsinnig angespannt. Das drückte sich dann auch in ihrem Gesicht aus. Mhm. Und zwar so stark, dass sie so Tics entwickelte. Und ich das dann auch, ich wurde darauf angesprochen. Und es war nicht übersehbar und ich schaute das dann auch mit der Ärztin an und sie empfiehlt mir wirklich, gehen Sie zur Schule, übernehmen Sie Ihre Verantwortung als Mutter. Wow. Und sprechen Sie darüber, dass Ihre Tochter inzwischen Ängste entwickelt hat, dass sie zu spät zur Schule kommt oder irgendwie die Hausaufgaben vergessen hat und dass sie mit der Druck, jedes Kind ist ja anders, ja. Aber der Druck in der Schule, der hat sich ja dann wirklich gezeigt mit diesen Ticks. Ja. Und dann bist du als Mutter natürlich erstmal gefordert, wenn du selbst so eine hyper angepasste Schülerin bist. Genau, hast. Ich bin nicht so, wie werden sie genannt, die Helikopter. Der Mütter, die da gleich angeflogen kommen. Und das hat mich sehr viel Überwindung gebraucht, das dann wirklich auch so zu machen. Aber wenn du siehst, dass es deiner Tochter wirklich nicht gut geht und sie dann auch schon in der 1. Klasse den sogenannten Sonntagabendblues hat und nicht einschlafen kann, weil was es dann auch immer ist, dann stimmt das schon nachdenklich. Oder plötzlich Angst hat, zu spät zur Schule zu kommen. Es war dann eigentlich so, sie hatte eine tolle Klassenlehrperson, eine tolle Klasse. Sie mochte die Lehrperson auch sehr. Sie hatte einfach ein Strafsystem eingeführt, schon in der 1. Klasse. Und es war dann es ist traurig, als Eltern dann so zu erleben, wie in kurzer Zeit die Lernfreude verloren geht. Und die 3-4 Wochen hat sie mir nichts erzählt, was sie in der Schule machen. Da waren immer diese sogenannten Strafsocken.
Strafsocken. Was sind denn Strafsocken? Jetzt weiß ich nicht, ob du den Rabe Socken kennst. dieser Vogel, der nur einen rot-weißen gestreiften Socken trägt. Ja, die hatten da so drei Kärtchen laminiert. Das war dann der andere Socke, diese Strafsocken. Und wenn man dann alle drei abgeben musste, dann gab es eine Strafe. Und nur schon der Gedanke daran hat einen enormen Druck auf unsere Tochter ausgeübt, also dass sie sich gar nicht auf das Lernen in dem Sinne konzentrieren konnte und mit Freude wirklich zur Schule ging, sondern begann Ängste zu entwickeln. Sprich, komme ich jetzt zu spät zur Schule, ja, muss ich einen Socken abgeben? Mache ich irgendwas falsch? Ja, genau. Mache ich irgendwas falsch? Oh, genau. Und das war die Tochter, die mit den Kindergartenkindern, die sie kannte, in die Klasse kam? Genau. Die also und die dann auch die erste Klasse abgeschlossen hat. Das war nicht die Tochter, die dann eigentlich irgendwann mal zu mir gesagt habe, schau mal, Mama, da unten, das fühlt sich nicht an wie das echte Leben, da gehe ich nie mehr hin. Also das war nicht diese Tochter. Das wird andere Tochter, Jahr lang das, ja. Genau. Das war die Tochter, die eigentlich ähnlich ist wie ich, also so angepasst, überangepasst. Und unsere andere Tochter, eben eineiige Zwilling, aber im Charakter total unterschiedlich, ist die Rebellin. Ja, da mache ich nicht mit. Das war nicht ein Spaziergang. Es war ja dann nicht so, dass ich ja zu Beginn irgendwie sagte, ja, dann gehst du halt nicht mehr zur Schule. Das kann ich mir vorstellen. Also da bin ich mitspaziert, da haben Elterngespräche stattgefunden, Rundtischgespräche mit der Lehrperson, ja. Ich finde es so spannend, dass das so häufig Müttern passiert, die selber sehr angepasst waren. Ja. Denn was mir erst später klar geworden ist, dass die Kinder uns damit ja auch eine Chance geben, aus dieser Angepasstheit auszusteigen und wirklich zu spüren, was stimmt für mich eigentlich. Genau, und ich bin heute wahnsinnig dankbar, dass ich eigentlich, ich erkläre es eigentlich so, dass ich quasi meine Stimme wiedergefunden habe, ja? Ja, kannst du. Dank unseren Töchtern. Ja. Dafür bin ich sehr dankbar. Und die wirklich wichtigen Dinge habe ich durch unsere Töchter lernen dürfen. Mhm. Also es ist ja ein gegenseitiges Lernen. Ja, allerdings. Also Themen wie zum Beispiel, du hast es bereits angesprochen, Authentizität. Mhm. Ja? Ja. Mich selber sein und oder das Leben im Moment. Also das Leben im Jetzt, darüber haben wir auch schon gesprochen, diesen Kontrollzwang, sage ich jetzt, abzulegen, loszulassen und eigentlich wieder zu vertrauen und dem Herzen zu folgen. Statt alles zu planen und genau vorher wissen zu müssen und wehe, es kommt eine Änderung. Richtig. Das Leben lässt sich nun mal nicht planen und kontrollieren. Genau, das sage ich heute ja auch und spreche darüber. Ich plane immer noch gerne, heute immer im Wissen, dass es meist sowieso anders kommt. Genau. Ja. Du hast mir am Telefon mal gesagt, das hat mich so beschäftigt, dass eine Tochter, ich vermute die Rebellin, das weiß ich aber nicht genau, dass die irgendwann dir gesagt hat, Mama, ich habe mir dich ausgesucht, weil ich wusste, dass ich irgendwann nicht mehr zur Schule gehen würde und dass du mich nicht dahin zwingen würdest. Genau, das war diese Äußerung hat sie eigentlich während der großen Schulkrise gemacht und das fand ich zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht witzig. Ich konnte es glaube nicht einordnen, weil ich spreche heute auch darüber, es ging mir ja in dieser Zeit wirklich sehr schlecht, weil ich übte ja einen großen Druck auf sie und auch auf mich auszubeginnen, weil ich kenne die Situation in der Schweiz. Ich weiß, wir haben eine Bildungspflicht. Ich habe jahrelang im Kindesschutz gearbeitet. Ich weiß, was auf Situationen, wie wir sie dazu mal erlebt haben, was dann folgt oder folgen kann. Also dass dann halt quasi dann bald die Abklärungen kommen. Und sie war ja erst 6, ja, oder? Ja, ja. Und das hat man uns ja dann auch in der Schule gesagt, das sind dann bereit, dann und dann, sie haben mir dann so Zeit gegeben, wir hatten dann auch ein Arztzeugnis, sie war krankgeschrieben, mit dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst zusammenzuarbeiten. Und das habe ich natürlich gesagt, ja selbstverständlich, weil ich die Leute kannte, habe ich dann natürlich auch so, ich sag mal, proaktiv zum Telefonhörer gegriffen und mich mal informiert, erkundigt, angerufen und
Die haben mir dann gesagt, ja, Martina, du weißt ja. Die haben gesagt, ich weiß es, ich wollte ja nur mal mich erkundigen. Sie haben ja ziemlich hohe Wartefristen und sie haben gravierend andere Probleme, leider, mit Kindern. Und die Schulverweigerer, wie sie sie nennen, die sind zu unterst auf der Liste. Also hat ja, es gibt ja jetzt ja auch den Fachbegriff der Schulabsentismus. Genau. Ja. Und da war ich wirklich mit dieser Situation konfrontiert und dann noch dieser Satz der Tochter. Das war nicht einfach. Also es ging mir dann so schlecht, ich war kurz vor einem Zusammenbruch, weil ich wusste eigentlich nicht mehr ein und aus. Und das ist verständlich, wenn man keine Lösung findet. Dazu kommt ja noch, wenn man selber angepasst war und gelernt hat, ich bin in Ordnung, wenn ich all das, was mir aufgetragen wird, erledige, dann bin ich ja gewohnt, dass man das so macht und das muss ich auch so machen. Genau. So, und jetzt funktionieren die Kinder aber nicht in der Form, wie wir das gemacht haben, was sie sich selber noch spüren können. Dann kommt einmal der Druck, den wir in der Gesellschaft haben, ich muss gute Mama sein. Und wenn ich eine gute Mama bin, geht es meinen Kindern gut. Aber ich habe nicht gelernt, den Mund aufzumachen und Missstände wirklich auch zu benennen und zu meinen Bedürfnissen und den Bedürfnissen der Kinder zu stehen. Also ich stehe in einem Spannungsfeld von, ich muss es eigentlich richtig machen, aber wie denn? Für die Schule richtig machen? Für die Kinder richtig machen? Für meine Ansprüche richtig machen, die ich übernommen habe? Das ist eine so schwierige Situation. Das kann so einen Druck ausüben, dass das wirklich... Ja, ich finde da kein Wort dafür. Genau so war das. Eine riesige Herausforderung, ein riesiger Spagat. Mhm. An wem möchte ich es jetzt eigentlich recht machen? Ja, und dazu die Überlegung, so ging es mir damals auch mit unserem Sohn, der vor Langeweile keine Kraft mehr hatte, weil er so unterfordert war. Man will ja auch erstmal nichts sagen, weil man das dem Kind nicht schwer machen will. Man will keine Sonderrolle einnehmen. Das ist ja auch noch ein Punkt, der nicht ganz einfach genau, ist. Genau, so dass eben, man ist sich gewohnt, so in der Norm zu sein. Ja. Und das ist ja auch nochmal etwas, das ich lernen durfte, das zu hinterfragen, ja, will ich das überhaupt in der Norm sein? Also sie hat dann Ängste auch entwickelt und die haben uns über ein Jahr begleitet. Und ich bin heute so dankbar für diese Ängste, weil die haben ja dann ungewollt und ungefragt meine eigenen Ängste hat sie da widerspiegelt. Und allerdings, die konnten dann auch aufgearbeitet, angeschaut werden und ich konnte so viel über Angst lernen durch sie. Und die Ängste waren ja dann bei ihr irgendwie plötzlich weg. Die haben uns ein Jahr lang wirklich sehr eingeschränkt und es hat mich auch sehr gefordert und ich konnte es mir nicht erklären, wieso die dann auf einmal wieder weg waren. Da wollte der Verstand auch wieder folgen können. Ja, ich kann mir das jetzt nicht erklären. Sie war noch in der Schule einfach, und trotzdem war die Ängste weg? Nein, sie war dann nicht mehr in der Schule. Ah, ja. Das erzähle ich ja dann auch noch, wie wir dann zum Homeschooling gekommen sind. Das war dann nachher noch. Sie vertraute nur noch Kindern und Eltern, aber erwachsenen Personen nicht mehr. Jetzt stell dir vor, Christine, wie das dann so, wie ein Alltag dann so aussehen kann, wenn das Kind nicht mehr zu Menschen geht, zu Erwachsenen, die sie nicht kennt. Die kenne ich nicht. Ja. So. Das geht aber vielen Kindern so, ja, die irgendwann das Vertrauen der Erwachsenen verlieren. Genau, das hat uns wahnsinnig eingeschränkt, natürlich im Alltag. Und dann waren diese Ängste auf einmal weg und dann versuchte ich das zu verstehen, versuchte das Gespräch zu suchen mit ihr. Und irgendwann sagte sie nur so ganz salopp, Mama, Angst ist nur im Kopf. Wow, und das war wirklich, also dieser Satz, weißt du, hat mir dann so gezeigt, okay, wenn ich im Herz bin, dann ist da keine Angst. Und was ich dann auch wirklich lernen durfte, ist, wo Angst ist, da will noch mehr Vertrauen entstehen oder sein dürfen. Ja. Oder wie jemand anders. Das war sehr, sehr lehrreich. Das kann ich mir vorstellen. Und auch nicht einfach. Du hast mein ganzes Verständnis und Mitgefühl. Du bist ja da wirklich ordentlich gefordert worden. Sehr. Und ich finde dieser Satz, ich habe mir das ausgesucht, weil ich wusste, dass ich irgendwann nicht mehr in die Schule gehen würde und dass du mich nicht dahin zwingen würdest, da klappt dann doch der Unterkiefer runter erstmal. Genau so war das. Wo man sagt, hört einem nichts mehr ein. Also ich schon, als ich das am Telefon gehört habe, ist mir der Unterkiefer runtergeklappt. So, was macht man dann als Mutter? Da steht man erstmal ziemlich doof da. Ja.
Also unser Glück war es ja, dass ich wenige Monate zuvor ja meine Stelle gekündigt hatte und schon dazu mal mit Schreiben begonnen hatte und dann eigentlich quasi zu Hause auch so freischaffend gearbeitet habe und dann auch sehr schnell reagieren konnte. Also ich hatte nicht eine Stelle, die ich noch kündigen musste und so weiter. Wir hatten eine sehr vertrauensvolle, gute Ärztin, die uns begleitet hat. Hilfreich. Wir hatten sehr hilfreich. Ja, dann dieses Arztzeugnis, davon habe ich dir ja dann erzählt, so für einen Monat. Und ich hatte ein gutes Verhältnis in diesem Sinne mit der Lehrperson. Ich bin ja dann die Hausaufgaben, habe ich dann nach Hause genommen. So alle zwei Wochen. Und das war dann auch ein Schlüsselerlebnis, zu sehen, wie unsere Tochter Hausaufgaben von zwei Wochen in einem Tag gelöst hat und dann so meinte, so, jetzt kann ich wieder raus, mein Schiff bauen gehen, diesem nachgehen, also halt spielen. Überall wo spielen, ja, dort wo ihre Begeisterung ist. Mhm. Sie war dann wieder so im Flow und wurde so langsam, erkannten wir sie wieder. Habe ich das richtig verstanden, dass allein dadurch, dass sie wieder mehr Freiheit hatte und das machen konnte, was ihr entsprach, haben sich ihre Ängste dann auch gelöst? Nein, sie war dann zwar wieder frei und das wollte sie immer. Also Freiheit ist ein großes Thema, das uns beschäftigt, ja, oder begleitet, eigentlich ja uns alle. Ja. Genau. Und die Ängste, die blieben noch. Und heute... Das ist ja oft so mit Erfahrungen, erst rückblickend sehen wir oder erkennen wir, weshalb etwas so war, wie es war. Mhm. Also weshalb diese Ängste angedauert haben. Mhm. Ja? Ich habe ja dann in der Krise mit Schreiben begonnen. Wir bekamen die Homeschool-Bewilligung, das war Anfang 16, also im Januar 16, habe ich mit Schreiben begonnen, so für mich eigentlich zuerst. Und dann hatten wir ja es waren eigentlich drei Schlüsselerlebnisse, die dazu geführt haben, dass ich heute das mache, was ich mache. Wir bekamen diese Homeschool-Bewilligung, also auch auf Empfehlung der Ärztin, die kam ja dann mit dieser Idee. Und zu Beginn sagte ich, also wir haben dann alles so quasi, ja, nicht abgeklärt im Sinne, dass sie zu einer Psychologin gegangen ist, aber wir haben im Gespräch versucht herauszufinden, zurück in den Kindergarten, in die Klasse der Schwester, eine andere Schule, halt so diese Optionen. Und dann kam sie mit der Idee des Homeschoolings und das glaubst du nicht, also zu Beginn dachte ich, was Homeschooling? Also wenn mir das einer gesagt hätte, jetzt so vor 3-4 Jahren, dass wir das mal machen, dass wir so lernen und das mit Freude tun und wirklich auch etwas dabei lernen, dann hätte ich gesagt, du spinnst. Ja, ja, dann hatte ich dann diese Bewilligung, das ging alles sehr schnell. Die hatte ich innerhalb von zwei Wochen, wurde das heißt, bewilligt. Das heißt, ihr lebt in einem Kanton, wo das möglich ist. Genau, das ist gesetzlich im Kanton Luzern vorgesehen, wenn du eine Lehrperson bist oder eine, wie steht es jetzt auch im Gesetz oder in der Verordnung, eine adäquate, also eine gleichwertige Ausbildung hast, wie eine Person, die an einer öffentlichen Schule unterrichtet. Und die Praxis hat gezeigt im Kanton Luzern, wenn du die Maturität hast, und die habe ich, also habe gleich für die besucht. Die Maturität ist der Hochschulabschluss? Ja, also das Gimmi, das nennt ihr das Abitur, genau. Mhm. Und das war dann mein Glück, dass ich das hatte und dann diese Bewilligung bekam. So mal befristet zuerst. Ja, und geplant war es ja anders. Da hatte ich diese Bewilligung. Wir waren nicht mehr im Graubereich, aber ja, und jetzt? Und dann habe ich eben wirklich mit Schreiben begonnen. Zwei Wochen später hatte dann mein Mann, der war zu dieser Zeit gerade beruflich im Ausland, eine Atemnot. Und musste zurückfliegen. Ging in einen Untersuch in den Spital und kam in diesem Sinne, also ich bekam einfach dann einen Anruf, dass er jetzt notfallmäßig operiert würde, Aorta. Und darüber, dass es ein Risikoeingriff sei und die Überlebenschancen, ja, genau. Sie melden sich dann in 8 Stunden wieder. Und wir wissen, dass wir endlich sind auf dieser Erde, sage ich jetzt mal. Ich habe eigentlich zum Thema Tod ein
gutes Verhältnis, oder wie soll ich jetzt sagen, ich bin da offen, aber wenn dich das so unmittelbar, so unmittelbar wirklich kommt, dass du weißt, jetzt warte ich 8 Stunden und es kann sein, dass er gegangen ist, das verändert ein Leben. Dann fängst du an zu überlegen, was ist wirklich wichtig. Oder? Zum einen und zum anderen, mit unserer Situation war das insofern ein Schlüsselerlebnis, als dass ich gemerkt habe, wäre er gegangen, er ist ja dann zum Glück geblieben, wäre er aber gegangen, noch zusätzlich mit unserer Situation, hätte das für uns dann bedeutet, dass ich, ja, ich sage jetzt mal zu 100% wieder einer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen. Ja. Und unsere Tochter, eben die rebellische, die hätte nicht mitgemacht. Also hätten wir wieder Homeschooling machen können, Privatschule, die hatte ja dort noch Ängste, wäre auch nicht in Frage gekommen. Und das hat eigentlich mich dann zu dem, also das war dann wirklich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gemerkt habe und begann mich noch intensiver mit Bildung auseinanderzusetzen und eben mit der freien Bildungswahl, mit alternativen Schulen, was sind die Voraussetzungen? Ah, man muss es sich leisten können und nicht, weil eine, ich spreche jetzt von Privatschulen, nicht weil die, und darüber spreche ich gerne wieder, weil in unseren Köpfen, wir haben da oft andere Ideen, das hatte ich eben auch, dass das teure Schulen sind. Es ist einfach so, die werden jetzt bei uns in der Schweiz dann nicht mitfinanziert. Mhm. Also wir haben nicht wie in anderen Ländern sogenannte Bildungsgutscheine, die uns ermöglichen, für das Kind die passende Bildung zu wählen. Und wir hatten das Glück, weil er geblieben ist. Und deshalb setze ich mich heute dafür ein, also sowieso eigentlich für die Potenzialentfaltung der Kinder und für Lernfreude, aber für Bildungsfreiheit. Mhm. Weil ich bin der Überzeugung, jeder von uns ist anders. Ja. Jedes Kind ist anders, jedes lernt anders und nicht jedes braucht für eine gesunde, freudige Entwicklung die gleiche Bildung. Absolut. So. Das ist immer so einzigartig, wie wir aussehen. Ja. Und dann habe ich da weitergeschrieben, so für mich. Und dann hatten wir da das nächste Schlüsselerlebnis. Meine Schwiegermutter ist dann gegangen. Ja, sie ist gestorben. Und wir haben sie eigentlich bis zuletzt begleitet, weil wir haben 10 Jahre zusammen gelebt. Wir leben in einem Zweifamilienhaus. Mhm. Und das war auch nochmals ein sehr heilsamer Prozess, ein Schlüsselerlebnis, der mir ganz viele Ängste auch nochmals genommen hat, ganz viel Mut und Kraft gegeben hat, mich für das einzusetzen. Ja, für das, was für dich stimmt. Genau. Was du als richtig oder wahr empfindest. Genau. Und jetzt bin ich ziemlich abgeschweift, weil wir waren ja dann so bei meiner Tochter, da während dem Schreiben, weil eben also dieser Satz, den du vorher erwähnt hast, sie hatte dann da auch noch andere Sätze. Zum Beispiel, das war ja dann auch nicht immer lustig. Also das Leben ist ja nicht, auch wenn man Homeschooling macht, so dass, und das möchte ich wirklich betonen, dass man da keine Konflikte mehr hätte. Ja. Und da gab es manchmal Situationen, wo halt ja halt so ein Konflikt war oder wo sie dem sie sagten, ja nein, das mache ich jetzt nicht, habe ich jetzt keine Lust, und ich hatte dann so den Eindruck, die genießen ja schon eine ziemliche Freiheit und so, verstehst du, was ich meine? Absolut. Und jetzt, ja. Und dann habe ich dann vielleicht auch mal gesagt, ach, dieses Homeschooling, schmeiß doch das alles hin. Und diese Tochter ist nicht zu manipulieren, also ja, die hat dann mich wirklich so angeschaut und gesagt, das ist deine Entscheidung, was du machst. Ja, stell dir vor, ja, das ist das eine. Und das andere ist, und dann, hat sie mir gesagt, dann war sowieso alles umsonst. Du schreibst ja da so, das war ja dann eigentlich schon der Zeitpunkt, wo ich mir überlegt habe, das war ein plötzlicher Impuls, ich könnte ja eigentlich ein Buch schreiben, also ich hatte da schon ziemlich geschrieben, ich könnte das ein wenig umschreiben, und weil sind wir die Einzigen, vielleicht gibt es andere Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, andere Eltern, die etwas Ähnliches erfahren und denen ein solches Buch vielleicht Mut machen könnte. Ja, und da hat sie mir dann eben in dieser Krisensituation so gesagt, in den Momenten, in welchen ich eigentlich alles hinschmeißen wollte, es gab, das gab es ab und zu, meinte sie nur so,
dann kannst du das Ganze dort in den Abfalleimer schmeißen. Also so auch, ja, ich sage jetzt mal so arrogant kam das ja dann auch rüber. Es hat mich sehr gefordert. Also diese Art kann sehr fordernd oder herausfordernd sein, aber eigentlich wunderbar. Ich denke, das ist ja häufig so bei uns, wenn wir selber Freiheit nicht gewohnt sind. Und dann haben unsere Kinder schon so viel mehr Freiheit, als wir hatten. Dann ist das insofern herausfordernd, als natürlich ein Teil von uns diese Freiheit auch gerne gehabt hätte. Und jetzt haben die schon so viel und das passt immer noch nicht. Genau. Das ist, glaube ich, so ein Zeichen dafür, inwieweit wir uns Freiheit zugestehen können und damit anderen zugestehen können. Also ich finde das total spannend. Und mich fiel nochmal der Satz an, den habe ich vielleicht schon mal erwähnt in diesem Kongress, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe mal irgendwann gesagt, ein ziemlich harter Satz, Eltern haben die Tendenz, ihre Kinder so zu manipulieren, dass die Kinder sich so verhalten, dass die Eltern ihre Ängste nicht fühlen müssen. Und manche Kinder lassen das halt nicht zu. Das ist wunderbar formuliert, ja. Ich habe mich nebst der Bildung auch mit ganz vielen anderen Themen beschäftigt und Manipulation ist auch ein Thema. Ja. Und das ist ja im heutigen Schulsystem oft ja nicht nur mit den Strafen, also ich habe jetzt diese Strafsocken erwähnt, da könnte ich alleine über die verschiedenen Strafsysteme wieder ein Buch schreiben, da habe ich ja schon so viel gehört. Aber auch über Belohnungssysteme. Ja, das ist ganz gefährlich. Und das ist auch eine Form von Manipulation. Absolut. Und wir persönlich, ich spreche eigentlich immer gerne so von eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe, habe auch erfahren dürfen mit unseren Töchtern, wie auch da Freude oder intrinsische Motivation und Lernfreude verloren geht, ja, mit dem Belohnungssystem. Ja. Weil dann machen Kinder letztlich was, um Eltern zu gefallen. Oder nicht das, was ihnen wirklich um etwas entspricht. Zu bekommen. Ja. Also sprich, das war dann eine Situation, wo es darum ging, wenn ich ein Klavierstück gut gespielt habe, da bekomme ich so ein Blümchen. Und wenn ich so und so viele Blümchen habe, dann bekomme ich ein Geschenk. Und plötzlich ging es nur noch um diese Blümchen und nicht mehr um die Freude am Klavierspielen. Ja, genau. Ja. Und dann dort auch wieder den Mut zu haben, das war eine super tolle Klavierlehrperson, die das über Jahre so gemacht hatte, zu sagen, du, bei unseren Kindern ist das irgendwie, kannst du das weglassen mit diesen Blümchen? Und was ich dann auch, Manipulation ist ein Thema, mit dem habe ich mich wirklich beschäftigt, oder das Thema Hilflosigkeit, Macht, Drohung, Schuld, Verantwortung. Also mit all diesen Themen habe ich mich intensiv auseinandergesetzt. Also deine Kinder haben dir einen Intensivkurs vermittelt. Ja, absolut. Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so viel gelernt. In Bewusstwerdung und Befreiung. Ja. Meine Güte. Und wie geht es den Kindern jetzt? Wie geht es den Mädchen jetzt? Es geht uns gut, sie besuchen und das ist ja auch so spannend, als wir dann mit dem Homeschooling begonnen haben, also das war ja dann auch noch eine spannende Situation, dann hast du eineiige Zwillinge und die eine macht Homeschooling und die andere geht weiter zur Schule. Also nicht verschiedene Klasse, also die eine macht Homeschooling und die andere geht weiter zur Schule. Und Homeschooling heißt ja auch, dass sie ein bestimmtes Lernprogramm zu Hause noch absolvieren. Wir haben, wenn du die Bewilligung erhältst, ist es so, du hast dich eigentlich auch an den Lehrplan, den Lehrplan zu halten. Aber wie du das umsetzt, da hast du natürlich gewisse Freiheiten. Ja. Und wenn du mein Buch Schule einfach anders gelesen hast, beschreibe ich das eigentlich, weil ein großer Teil im Buch ist ja, das ist zeitgleich geschrieben, also sehr authentisch im Sinne, es ist heute etwas passiert und morgen schreibe ich darüber oder sogar noch am selben Tag. Und es geht, viele fragen dann auch zum Buch, ja, da hast du jetzt ein Buch über Homeschooling geschrieben, aber eigentlich geht es um das Thema, um das Leben. Ja. Also und um all diese Themen, die ich vorher erwähnt habe, um Authentizität, um Begeisterung, Leben im Jetzt, um den Wert des Spiels. Ja. Weil wir werten ja oft, und da
da spreche ich auch über mich, das Spiel oft ab, wir Erwachsene. Aber so viel, genau. So viel durfte ich jetzt wirklich eins zu eins erleben, lernen die ja im Spiel. Ja. Ja, also überall das spricht Schule einfach anders und es erzählt ganz authentisch aus unserem Lernalltag und wie Lernen eigentlich im Leben selber stattfindet. Ja. Genau. Das heißt, wie ist das jetzt? Sind Sie jetzt noch an einer Schule? Oder und genau, wie ist das jetzt? Da habe ich jetzt wieder einen Schweifer gemacht. Es war dann so, ich habe ausgeholt, weil im Sommer dann sich die Situation verändert hat. Da hat sich ja dann auch die andere Tochter entschieden, Homeschooling zu machen. Also dann in der dritten Klasse? Nein, in der ersten. Nach der ersten. Also war ja schon eigentlich angemeldet, die Einteilung kam, die Klasseneinteilung und so weiter für die zweite Klasse. Und ich wäre diesen Weg auch weiter gegangen, weil, wie gesagt, ich habe dir ja gesagt, jedes Kind ist anders und nicht jedes, auch eineige Zwillinge brauchen womöglich nicht dasselbe. Ja. Sie hatte eine tolle Lehrerin, eine tolle Klasse, aber zur Schule ging sie nie gerne. Also dafür drehte sie die Augen. Die Lernfreude hatte sie eigentlich auch gewissermaßen verloren und sie hat ja dann auch, sie konnte schon lesen und schreiben und hat dann aber das Lesen verweigert ein Jahr lang. Das ist noch eine andere Geschichte, zu der komme ich noch. Kurze Rede, wie heißt da der Spruch? Lange Rede, kurzer Sinn. Genau. Ihre Lehrperson hat gekündigt, kurz vor Ende der ersten Klasse. Und dann meinte sie dazu, ja, wenn sie wechseln kann, ja, wenn sie sich anders entscheiden kann, dann kann ich das auch, weil, wenn sie geht, dann gehe ich auch. Und du kannst dir ja vorstellen, Christine, also begeistert. Die Reaktion dann, die waren mir dann inzwischen eigentlich egal, jetzt nimmt die zweite Tochter auch noch aus der Schule. Ja, aber wir hatten sie als Eltern, also auch mit meinem Mann, wirklich in diesem Entscheid begleitet. Also weißt du, so Plus-Minus-Liste, was gibt es für Vorteile und was ist mit deinen Kolleginnen, mit deinen Schulfreunden und ja. Und da konnte sie, und sie war ja zu diesem Zeitpunkt 7, wirklich sagen, die sehe ich dann noch im Sportverein, mit denen kann ich auch sonst abmachen. Ich möchte auch so unterwegs sein wie jetzt. Meine Schwester, ihr, waren halt viel unterwegs, auch auf Bauernhöfen mit anderen Homeschoolern und so weiter. Und dann wurde ich natürlich in letzter Zeit immer wieder gefragt, ja, und wann gedenkst du deine Kinder wieder, normal zu erziehen? Ja, oder einfach zu integrieren. Also es ging da um das Thema Integration. Ja, und dann habe ich mich eben... Anti-Hit gewesen auf ihre Weise, aber eben nicht im normalen System. Genau, und was heißt normal? Das ist ja auch immer so, ja, weil wir hatten ja da auch mal an einer Reportage mitgemacht und das wollten die Kinder, also haben wir das dann auch gemacht und sie wurden da auch interviewt und dann hat die Reporterin dann gefragt, ja, die eine Tochter, du bist ja dann ja nur kurz an die normale Schule, willst du etwas dazu sagen oder wieso war das so? Und dann hat sie auch wieder mit diesem Blick angeschaut und gesagt, was meinst du mit normal? Und die ist dann aus dem Konzept gekommen und das wurde natürlich alles rausgeschnitten. Oh, schade. Ja? So viel zum Thema normal. Ja. Aber ich habe mich dann auch mit dem Thema Integration, eben Bildung, all diese Themen mit Integration habe ich mich intensiv befasst. Wann bin ich integriert? Was heißt Integration? Und so weiter. Ist ein Kind, das an die öffentliche Schule geht, wirklich integriert? Das Thema Mobbing und so weiter. Ja. Auf jeden Fall zu deiner ursprünglichen Frage zurück. Heute gehen sie an eine kleine Privatschule. Die hat ein pädagogisches Konzept, zu dem sie, weil sie sehr frei unterwegs sind, eigentlich so wie wir vorher unterwegs waren, jetzt da unterwegs sind, also begleitet werden. Ohne Lehrplan? Die haben auch einen Lehrplan, weil Privatschulen müssen, bei uns werden die auch bewilligt. Da ist auch halt wirklich noch ein Amt dazwischen geschaltet. Das ist in der Schweiz so. Mhm. Und die haben dann auch halt gewisse Bedingungen zu erfüllen. Da ist auch ein Lehrplan. Aber ich sage immer wieder, die Umsetzung,
die kann ganz unterschiedlich passieren. Ja? Also Kinder haben viel mehr Freiheit zu gucken, wann sie wann, wie, was lernen wollen. Also die sind da in einem Pippi-Langstrumpf-Haus, nenne ich es. Also ich wäre gern so zur Schule gegangen. Und wir haben da auch nie einen... man ist sich ja heute gewohnt, so Verträge abzuschließen, oder? Mhm. Das war da anders. Also wir haben da nicht einen Vertrag abgeschlossen. Da gab es ein Gespräch, nachdem sie geschnuppert haben. Und da wurden sie gefragt, möchtest du hier zur Schule kommen? Also ja. Dann wurden wir gefragt und dann halt auch die Schulleitung oder die Lernbegleiter, wollen wir? Passt das für uns? Passt das, genau. Mhm. Ja. Ja. Und das sind hat sie jetzt? Gepasst und da sind sie jetzt. Seit wann? Oder wie lange schon? Seit diesem Sommer. Seit diesem Sommer. Und dann finde ich es immer so spannend, weil man wird dann gefragt, ja, wann gedenkst du sie wieder irgendwie einzugliedern und so weiter und wie ist es dann, können die dann an eine weiterführende Schule oder wie ist es dann im Beruf und so weiter. Und da habe ich auch, da muss ich sagen, auch von unseren Kindern lernen dürfen und können. Ich kann dir zum Beispiel, ich kann dir jetzt schon, wenn du mir diese Frage stellen würdest, schon etwas erzählen. Aber das ist ja lediglich mein Verstand, der dir erzählt, wie es sein könnte, aber was morgen ist, das weißt weder du noch ich. Ja. Ja. Und deshalb ist für mich heute wichtig, dass es uns gut geht, dass wir gesund sind, dass sie mit Freude lernen können. Und von dem her zu deiner Frage, es geht uns gut. Ja, das jetzt. Hört sich zumindest so an. Und wie du vorhin schon erwähnt hast, wenn man so zurückschaut, du kannst ja inzwischen auch dankbar anerkennen, was das für ein Entwicklungs- und Lernweg für dich war. Absolut. Ja, also das kann ich genauso sagen. Also ich wäre, denke ich mir, ich habe zwar gerne unterrichtet, noch 20 Jahre lang, aber ich denke, ich wäre wahrscheinlich eine Kandidatin für den Burnout gewesen und für die Frühpensionierung, wie so viele, die ich kenne, die engagiert dabei waren und nie gelernt haben, auf sich zu achten. Und ich kann nur sagen, mein Sohn hat mich auch auf den Weg gebracht. Also ich habe, das war nicht immer einfach für beide Seiten, aber ich habe halt sehr, sehr viel gelernt dabei. Und im Nachhinein kann man dann so einige Dinge doch ein bisschen mehr einschätzen oder einordnen. Wenn man mittendrin ist, ist es so... Genau, wenn man mittendrin ist, sieht man nicht, dass das Erfahrungen sind. Ja. Und Und gerade dann, wenn man herausgefordert wird an so Eckpfeilern, die man gelernt hat, ja, so dass man eben gut zu sein hat und gute Leistung zu bringen hat oder was immer die eigenen Eckpfeiler sind, mit denen man Anerkennung bekommen hat, wenn das in Frage gestellt wird, sind ja wirklich ja so ganz grundlegende Dinge in Frage gestellt und dass das sehr verunsichernd ist, ist vollkommen klar. Absolut, Christine, da sprichst du etwas an. Ich meine, ich musste bald 40 werden, um herauszufinden, und das war auch wirklich bei mir ein Trauerprozess, ein schmerzvoller Prozess, herauszufinden, okay, ich habe da ein gutes Selbstvertrauen, war eine gute Schülerin, habe mich vielleicht teilweise auch über Leistungen definiert, aber Selbstvertrauen ist nicht gleich Selbstwert. Also herauszufinden, dass mein Selbstwert vielleicht gar nicht so hoch ist, mich zu anerkennen, so wie ich bin und so wie ich bin, egal welche Leistung ich erbringe, bin ich okay. Ja. Also auch das durfte ich lernen. Ja. Wirklich dieses, ich bin wert, weil ich bin, nicht weil ich irgendetwas leiste oder irgendwas in einer Weise tue, was das Außen von mir erwartet. Ja, ja, das ist ein langer Weg. Da hast du eher angefangen als ich. Ich habe ein bisschen länger gebraucht. Ja, wir haben ja schon einiges zusammengefasst. Wenn du jetzt mal nochmal schaust, was kannst du aus deinen Erfahrungen Eltern als Wichtigstes mit auf den Weg geben? Denn ich denke, wir werden immer mehr von diesen Kindern haben, die sagen, mache ich nicht mehr mit. Ja, inzwischen ist die Situation ja wirklich so, das erste Grundgefühl aus diesem ja das Buch entstanden ist, dass es muss doch noch andere Menschen geben, die vielleicht eine ähnliche Situation erleben wie unsere, und diesen macht das oder könnte es Mut machen, das Buch zu lesen, hat ja dazu geführt, dass es wirklich so ist, dass ich jetzt heute auch darüber spreche, und das mache ich, um Eltern zu ermutigen, dass man auch andere Wege gehen kann. Ja. Das heißt nicht, dass das immer einfache Wege sind. Ja. Ich nenne sie die Herzenswege, wenn man so auf sein Herz hört, aber es fühlt sich einfach einfacher an. Mhm. Ja, genau. Das ist oft so, dass Herzenswege nicht gerade die konventionellen Wege sind. Ja. Und deshalb sage ich, mag es vielleicht ein wenig schwieriger sein, weil
wir sind uns ja gewohnt, also ich bin zur Schule gegangen, das kannte ich ja, oder dieses System und wie das läuft und mit der Anmeldung und so weiter. Aber Homeschooling, also jetzt nur als Beispiel, oder? Da musste ich mir wirklich alles mich informieren und wie gehe ich jetzt da vor, ja, und so weiter. Ja. Ja. Aber heute gebe ich eigentlich, spreche ich gerne über Vertrauen. Also dass man wann immer es einem gelingt, sich selber wieder zu vertrauen und den Kindern zu vertrauen. Ja, dem Leben zu vertrauen. Und dem Leben zu vertrauen, genau. Und da nehme ich noch gerne so als Beispiel, mich fragen ja manchmal auch Menschen, ja, wie geht das da mit dem Homeschooling? Als Beispiel, dass bevor die Kinder ja in die Schule kommen, wenn wir das so beobachten, machen das ja ganz viele Eltern. Sie vertrauen einfach dem Kind und der Entwicklung. Genau, das Kind lernt zu gehen, es lernt zu sprechen, ohne dass es je in der Schule war. Und es ist ja dann nicht so, dass du dem einjährigen Kind sagst, jetzt mach endlich den ersten Schritt, sonst bringst du es zu nichts im Leben. Ja. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Ja, genau. Also gibst du dem Kind im Vertrauen, dass es seinen Weg geht, die notwendige Zeit, die es dafür braucht. Und ja, du hinterfragst in der Regel nie, ob es zu sprechen beginnt. Selten, und irgendwann, selten, ja, ja. Wenn es in diesem Sinne gesund ist, sage ich jetzt mal, ja, und irgendwann beginnt es zu sprechen. Und es gibt ja den Freilernexperte André Stern. Mhm. Und an einem seiner Vorträge, an welchem ich war, fand ich das wunderbar. Da hat er wirklich so erzählt über die Kinder, die zur Welt kommen, wie das eigentlich Potenzialbomben sind. Die Potenzialbomben. Weil jede Sprache dieser Welt ist im Kind angelegt. Ja. Stell dir vor, also ja, ja, als ich das dann wirklich so hörte, das hat mich so sehr ermutigt, auch weiter darüber zu sprechen. Ja. Da ist alles da. Es kann eine Sprache, zwei Sprachen lernen. Das sehen wir ja auch, absolut, bei Kindern, die bilingue sind. Ich habe gar nicht gewusst, dass über die Hälfte der Weltbevölkerung zweisprachig aufwächst. Das war mir gar nicht klar. Das wusste ich auch. Wir haben zur Hochzeit, weil wir nun beide zwei Sprachen haben, mein Mann, der Engländer ist, haben wir ein Buch bekommen, Life with Two Languages. Und da wurde mir eben klar, dass über die Hälfte der Weltbevölkerung allein durch Grenzregionen oder offizielle Sprache, Landessprache oder Stammessprache oder sowas, über die Hälfte mindestens zweisprachig aufwächst. Eindeutig. Und dass in vielen Ländern ist es normal, dass wenn mehrere Stammessprachen da sind, eine offizielle Sprache plus Englisch, dass die 4, 5, 6 Sprachen sprechen. Und die werden auch, wenn Kinder das sehr früh lernen, in bestimmten Areal des Gehirns abgespeichert. Fremdsprachen werden dann später abgespeichert im anderen Areal. Okay. Aber wir haben die Anlage, jede Sprache zu lernen, ja, wirklich jede Sprache zu lernen. Und je natürlicher, desto besser. Genau. Also ich fand den Satz nochmal sehr schön, dass man nicht auf den Gedanken kommt, dem Kind zu sagen, also jetzt fang mal den ersten Schritt an, sonst wird aus dir nichts. Das ist ja so eine wirklich fast gefährliche Verknüpfung, die wir haben. Wenn das Kind nicht in die Schule geht und nicht einen bestimmten Abschluss macht, dann wird aus ihm nichts. Und das kam jetzt schon ein paar Mal auch in diesem Kongress. Wir müssen nicht erst noch was werden. Wir sind bereits. Das ist schön ausgedrückt. Genau. Und wir haben unseren Wert, weil wir sind. Nicht, weil wir noch irgendwas werden müssen oder irgendwas leisten müssen. Was wir wirklich oft nicht selbst fühlen können. Für unsere Kinder können wir das, glaube ich, einigermaßen fühlen. Die lieben wir, weil sie sind. Bei uns selber hat das manchmal so ein paar Haken. Das ist auch, denke ich, die Situation in der Gesellschaft, in der wir heute leben, in der Leistungsgesellschaft, oder? Ja, ja. Da wird erwartet, dass wir zuerst eigentlich etwas leisten. Ja. Also zurück zu deiner Frage, Christine. Ja, wenn wir da im Vertrauen bleiben können, dass es genauso weitergehen würde wie vor der Einschulung. Ja. Das Lernen geschieht. Genau. Und die Kinder ihren eigenen Und Weg. Und dass eigentlich jedes Kind oder jeder von uns eigentlich von Natur aus neugierig ist, lernfreudig, wissbegierig. Ja. Ja. Das sehen wir ja bei den kleinen Kindern und das würde so weitergehen. Ja. Und wenn man jetzt dich nimmt oder mich nimmt, wichtig finde ich, wenn die Begeisterung erhalten werden kann, auch dann lernst du immer, eben ein Leben lang. Genau.
Das hört nicht auf. Das hört nicht auf. Das ist das eine. Und das andere ist wirklich, dem Kind auf Augenhöhe zu begegnen. Ja. 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 Und nicht, oft ich weiß haben es wir, besser. Genau. Oft haben wir ja das Gefühl oder geben dem Kind das Gefühl, das musst du noch lernen und das musst du noch lernen und das musst du noch lernen. Und natürlich, ja, gibt es Dinge, die es lernen kann und darf da auf seinem Weg, aber auch anzuerkennen, wie viel, und da spreche ich wirklich wieder aus eigener Erfahrung, wie viel wir von unseren Kindern lernen können. Ja. Wenn wir offen dafür sind. Wenn wir offen sind. Und zwar die, für mich, sage ich jetzt mal, wirklich wichtigen Dinge, die wir im Verlaufe des Lebens vielleicht verlernt haben. Genau. Das ist ein wunderbares Abschlusswort. Ich danke dir, Martina. Vielen Dank, Christine. Für dieses Gespräch und hoffe, dass das viele Menschen ermutigt hat, ihren ganz, ganz eigenen Weg zu gehen.